ja, die Lehrer mögen, war nicht mein Ding so, auf die Lehrer zuhören. Und heute ist das sehr wichtig. Das ist, gehört dazu. Ja, nervig vielleicht. Halt, man muss halt natürlich viel aufpassen. Man ist sich darüber gar nicht im Klaren, dass auf sowas viel Wert gelegt wird. Aber diese B- und A-Noten im Sozialverhalten sind natürlich ganz wichtig. Natürlich, ja, mündliche Noten ist man sich vorher natürlich gar nicht so bewusst. Da fällt mir spontan gar nichts ein. Hui, also was mich früher genervt hat, ich hatte immer so ein Problem mit Fleiß, aber wenn man dann wirklich einen Beruf macht oder ein Thema hat, was einen wirklich interessiert, dann macht das Lernen einfach total Spaß und jetzt weiß ich auch, dass das Lernen anders sein kann und leichter sein kann. So früh aufzustehen und dann lange zur Schule zu gehen. Physik fand ich immer sehr nervig und ja, jetzt brauche ich's. Noch mal ein bisschen mehr sich auf den Hosenboden zu setzen und das eine oder andere doch besser auszuarbeiten oder zu lernen, das habe ich jetzt so in der Nachschau für mich gelernt. Also in der Schule war Mathematik für mich nervig. Also wenn es dann in die höhere Mathematik ging, habe ich das nicht mehr kapiert. Heutzutage muss ich aber sagen, ist Mathe bzw. Rechnen sehr wichtig. Gerade auch für die Schnittkonstruktion, weil ich da sehr viel rechnen muss, weil man wissen muss, wie groß Falten sein müssen oder wie lang ein Rock sein muss oder man muss sehr viele Sachen dafür auch errechnen mit Formeln. Das Lernen fand ich früher sehr, sehr nervig, aber ist auf jeden Fall wichtig, ne, dass man es tut, sonst kommt man nicht durch. Ne? Ja, es war nervig halt, dass man viel mehr lernen musste als jetzt in der Berufsschule oder im Beruf, weil man konzentriert sich halt größtenteils auf die Arbeit. Man muss zwar die Abschlussprüfung bestehen in der Ausbildung, aber danach muss man eigentlich nicht mehr so viel lernen und halt seine Arbeit erledigen. Klar, das Lernen in der Schule ist immer nervig, aber im Endeffekt, man macht es sein Leben lang. Man lernt ja nie aus. Das ist auch etwas, was den Schwerverhelfer auszeichnet, seine Bereitwilligkeit, sich ständig vorzubilden, neue Sachen zu lernen, sein Wissen weiterzugeben. Und von daher finde ich, ist das schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in der Schule sehen. Vielleicht so Sachen wie Hauswirtschaft fand ich sehr nervig. Ich kann jetzt noch nicht alleine wohnen, weil ich noch nicht kochen kann. Das ist ein Problem. Deswegen würde ich empfehlen, auf jeden Fall Hauswirtschaft ein bisschen Gas zu geben. Da sage ich jetzt natürlich gar nichts. Die Schule war super. Klar hatte man immer mal Differenzen, aber generell war es eine tolle Ausbildung. Mit seinen Mitmenschen auszukommen, speziell mit Vorgesetzten. Also auch mein Lehrer, da habe ich früher gesagt, habe ich keinen Bock zu. Und jetzt, wenn ich mit einem Vorgesetzten nicht zurechtkomme, ist Pech, ich muss damit zu klarkommen. Ja, Mathe, Physik, Technik, alles, was damit zu tun hatte, fand ich nicht so interessant, aber ich merke jetzt, dass ich das alles brauche und das ist ganz schön wichtig eigentlich. Lernen. Immer weiter lernen. Das, ja, genau. Lernen. Auf jeden Fall früh bewerben. Bei uns endet das Bewerbungsverfahren fürs kommende Jahr immer schon im September. Also nicht zu lange warten, sonst sind die ganzen guten Betriebe weg. Ja, umfassend informieren. Die Schüler, die jetzt natürlich die Schule verlassen, haben das große Glück, sich Arbeitgeber auszusuchen, wenn sie richtig gut sind. Ich würde empfehlen, ein Praktikum im Vorfeld zu machen. Auf jeden Fall eine starke Bewerbung schreiben und ja, auf jeden Fall aufpassen mit den Fehlzeiten, denn ein unentschuldigter Fehltag ist sofort eine Absage, nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern generell in großen Unternehmen. Ja, und natürlich gute Noten, vor allem ja, wenn man sich bewirbt, ist halt ganz entscheidend, da es viele Bewerber gibt. Man sollte sich auf jeden Fall genau informieren, was man machen will. Man sollte zum Beispiel Ausbildungsmessen besuchen und Informationen reinholen. Und über das Internet geht das immer sehr schlecht. Man sollte direkt mit Menschen reden. Weil wenn man schlecht informiert ist, lernt man nachher das Falsche. Das ist nicht gut. Genau, dass man offen ist, dass man selber sich anschaut, was man selber gerne machen möchte. Auf jeden Fall ein Praktikum machen und, wie gesagt, eine starke Bewerbung. Tipp würde ich einfach geben, dass man vielleicht mal öfter mal ein Praktikum macht oder einfach mal einen Tag guckt, wo man den Beruf ein bisschen kennenlernt, weil es gibt viele Leute, die einfach in der Ausbildung starten und gar nicht über den Beruf
Bescheid wissen und denen es gar nicht dann gefällt. Geduldig sein. Geduldig sein und Kompromisse eingehen können. Ja. Also die gerade auf Berufssuche sind, würde ich denen empfehlen, als Bäcker mal sich anzuschauen, mal ein Praktikum machen, 2 Wochen oder je nachdem, wie sie es wollen und ob das richtig ist als Bäcker. Also für mich war das sehr wichtig, 2 Wochen, mal nachgeguckt da, habe gesagt, ja okay, das ist das Richtige und jetzt bin ich in der Ausbildung. Ich denke, man sollte sich mit diesem Thema Hotellerie und Gastronomie sehr gut auseinandersetzen, durch ein Praktikum auch wirklich schauen, ob man tatsächlich dafür geeignet ist, weil es ist eben wirklich ein harter Job. Man macht unter anderem auch mal Überstunden, macht aber auch super viel Spaß. Es ist eben nur nicht jeder dazu geboren und das sollte man wirklich in einer praktischen Erfahrung austesten. Sehr zielstrebig, anständige Bewerbung schreiben und ja, wie ich schon gesagt habe, sehr selbstbewusst und zielstrebig. Den Schülern, die jetzt hier gerade so sich informieren, den Tipp werde ich geben, dass sie sich auf jeden Fall sehr, sehr viel Gedanken drüber machen, was sie lernen wollen. Weil nicht, dass sie in einen Beruf kommen, wo sie dann völlig unzufrieden sind, ne? Einfach auch über den Horizont gucken und alles Mögliche ausprobieren, auch wenn es fernab von den Vorstellungen sind und sich früh genug bewerben. Also ich würde auf jeden Fall sagen, vorher sich gut informieren, vielleicht mal ein Praktikum machen, damit man hinterher nicht irgendwie enttäuscht ist, wenn es nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Ja, einfach offen und ehrlich sein, sich so geben, wie man ist und dann hat man seine besten Chancen eigentlich. Motiviert sein, wissen, was man möchte und immer fleißig sein.